Hallo Pilzfreunde, wir sind heute auf der Suche nach Steinpilzen. Ich zeige, wo ich so unterwegs bin, wie die Waldstücke hier so aussehen und natürlich auch zeige ich die Steinpilze. Hier haben wir schon die ersten Exemplare. Hier ein etwas älteres, hier ein recht kleines, aber doch im Alter schon fortgeschrittenes Exemplar. Die habe ich mir schon angeschaut. Es hat hier auch noch flockenstielige Hexenröhrlinge, aber um die soll es heute nicht gehen. Dazu gibt es ein eigenes Porträt. Hier haben wir einen weiteren schönen Fichtensteinpilz. Ja, heute geht es um Fichtensteinpilze. Es gibt ja mehrere Steinpilze. Es gibt den Sommersteinpilz, der bei Laubwäldern, bei Buchen, Eichen und Linden wächst. Es gibt den Kiefernsteinpilz, der, wie der Name erahnen lässt, bei Kiefern wächst. Und hier den Fichtensteinpilz, den man vor allem hier im Herbst bei Fichten findet. Ich nehme den hier mal raus. Und dann schauen wir uns hier die Merkmale an. Dann nehme ich hier noch die beiden hier mit. Dann können wir das ein bisschen vergleichen. So. Also, der Fichtensteinpilz. Als erstes vielleicht mal der Geruch. Der hat seinen ganz eigenen Steinpilzgeruch. Er ist pilzig angenehm. Wenn man den Geruch mal kennt und in der Nase hat, ist er relativ unverwechselbar. Der Geschmack vom Steinpilz, der wäre mild, angenehm. Und es ist ein Pilz, den man in gewissen Ländern, Italien, teilweise in kleinen Mengen zumindest auch roh verzehrt. Viele Pilze sind ja roh unbekömmlich, müssen erhitzt werden. Der hier kann zumindest in kleinen Mengen auch roh genossen werden. Ja. Genau, was ich dazu noch sagen wollte zum Geschmack, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob man einen Steinpilz hat oder einen Gallenröhrling, dann kann man, für Anfänger sehen die vielleicht noch etwas ähnlich aus, für den erfahrenen Pilzsammler sind da doch große Unterschiede vorhanden, aber wenn man sich nicht sicher ist, kann man die Zungenspitze hier an die Röhren halten und wenn dann kein bitterer Geschmack im Mund aufkommt, dann ist es sicher nicht der Gallenröhrling, sondern zumindest ein anderer Röhrling. Sowas macht man aber nur bei Röhrlingen, wenn man absolut sicher ist, dass man auch einen Röhrling hat, nicht irgendwie einen Lamellenpilz. Da gibt es ja auch die organgiftigen und tödlich giftigen Pilze darin. Beim Röhrling, da keine tödlich giftigen Pilze in dieser Familie oder Ordnung vorhanden sind, da kann man das machen. Ja, weiter der Hut. Der ist so ein bisschen Haselnuss. Braun, er fühlt sich so ein bisschen schmierig an beim Fichtensteinpilz. Beim Eichensteinpilz wäre der eher ein bisschen filzig. Der hier fühlt sich so ein bisschen an, als wäre er ganz, ganz leicht gebuttert. Also er fühlt sich richtig glatt an. Der Hut ist wie gesagt ein Haselnussbraun und er hat oft einen helleren Rand auf der Außenseite. Dann sind in jungem Alter bei ganz kleinen Exemplaren, vielleicht finden wir ja noch welche, die Röhren noch weiß. Aufgrund der Sporenfarbe, die beim Fichtensteinpilz olivbraun ist, färben sich die Röhren dann zuerst so leicht gelblich, bevor sie dann später so richtig, wenn sie auch geöffnet sind, so olivbraun werden. In diesem Alter würde ich dann die Röhrenschicht auch entfernen. Man sieht auch, das schmiert hier ein bisschen. Das ist sowieso ein bisschen ein altes Exemplar. Man sieht hier auch, wenn ich hier reindrücke, da bildet sich eine Delle, die nicht mehr rausgeht. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass der sich schon in der Zersetzung befindet. Hingegen hier bei den jüngeren Exemplaren, wenn ich hier reindrücke, dann gibt es eine kleine Delle, die formt sich aber sofort wieder zurück. Bleibt also nicht im Hut. Also den hier, der sich in der Zersetzung befindet, vielleicht nicht mehr unbedingt für Speisezwecke geeignet. Ja, dann geht es weiter mit dem Stiel.
Der Stiel ist so weiß bis schmutzig weiß und er besitzt ein weißes Netz. Sieht ein bisschen aus, wie wenn man ein Fischernetz um den Stiel gespannt hätte. Hier, ich schau mal, ob ich das noch ein bisschen besser aufs Bild bekomme. Ja, jetzt sollte es etwas besser zu sehen sein. Dieses rein weiße Netz auf einem weißen bis schmutzig weißen Stiel. Ohne Ring oder dergleichen. Der Steinpilz ist ein Dickröhrling, das heißt, er hat einen bauchigen, aufgeblasenen, also er ist natürlich gefüllt, ausgefüllt, aber einen dicken, bauchigen Stiel. Die Stielbasis, die ist unspektakulär. Man sollte den Pilz aus dem Boden hebeln oder drehen, weil manchmal auch gut und gerne ein Drittel vom Stiel im Boden ist. Wäre schade, wenn man da den Pilz abschneidet, weil man auf einiges gutes Pilzfleisch hier verzichten würde. Ja, das Fleisch, das ist hier weiß. Vielleicht hier im Licht etwas besser zu sehen. Das ist ein weißes Fleisch. Also hier im Licht etwas besser zu sehen, das schön leuchtend weiße Fleisch. Der Steinpilz neigt ein bisschen dazu, zu Wurmbefall oder zu Madenbefall. Das muss man dann individuell bei jedem Pilz beurteilen. Dieser Madenbefall, der ist dann und für sich harmlos. Die kann man auch mal mitessen, ist etwas extra Protein, ist vielleicht nicht so appetitlich. Wichtig ist aber, dass das Problem ist, die Fraßstellen, die der jetzt hier nicht hat, die dann braun werden, das ist verdorbenes Pilzmaterial. Das sollte man dann sicher großzügig entfernen. Manchmal kann man den Stiel einfach mit einem Löffel auskratzen und hat dann die Rinde vom Stiel, wo man noch gutes Pilzmaterial hat und der Hut, der noch in gutem Zustand ist. Manchmal hat man aber auch Glück und hat, wie dieser Pilz hier, keinen Madenbefall. Dann vielleicht noch zum Gebiet, wo ich hier unterwegs bin. Der Fichtensteinpilz ist, wie der Name erahnen lässt, ein Symbiosepilz von Fichten. Also der geht mit Fichtenbäumen über die Wurzel, dessen Myzel, also das Myzel vom Steinpilz, geht mit den Wurzeln von den Fichten eine Verbindung ein, eine Partnerschaft, eine Symbiose. Entsprechend ist er in Gesellschaft von Fichten zu finden. Oft, wo man einen Fichtensteinpilz findet, hat es dann auch noch mehrere. Kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie hoch der Sammeldruck im Gebiet ist. Aber es lohnt sich, im Umkreis der nächsten 10 bis 20 Metern von der Erstfundstelle weiter gut nach weiteren Fichtensteinpilzen Ausschau zu halten. Der Fichtensteinpilz kann aber auch in Mischwäldern vorkommen. Vom Bodenanspruch her ist er relativ flexibel. Das können neutrale Böden sein, vom pH-Wert bis auch säuerliche Böden. Mit dem kommt er recht gut klar. Ja, nebst den Fichten, die natürlich hier eine ganz wichtige Pflanze ist. Die Fichte erkennt man daran, dass sie wie ein Igel die Nadeln rund um den Ast angeordnet hat. Die stupfen auch, da gibt es eine Eselsbrücke, die Fichte sticht, die anderen nicht. Damit man hier auch eine Fichte erkennt. Aber ein guter Hinweis auf potenzielles Steinpilzgebiet wäre auch der Fliegenpilz. Ich glaube, den muss man nicht speziell erklären oder beschreiben. Kennt jedes Kind mit seinem roten Hut und seinen weißen Velumresten, diesen weißen Punkten darauf. Ein Giftpilz, aber ein Hinweis, ein Zeigerpilz für potenzielles Steinpilzgebiet. Also da lohnt es sich, den zu kennen und in der Umgebung, wo man Fliegenpilze findet, etwas Zeit versetzt, vielleicht 1, 2, 3 Wochen vorher oder nachher oder auch gleichzeitig, was variiert ein bisschen, in der Umgebung nach Steinpilzen Ausschau zu halten. In diesem Fall hier sind gerade keine Steinpilze am Wachsen. Wir haben hier aber einen Birken-Raufußröhrling. Der ist ja auch essbar. Der hier gerade in der Nähe von dem Fliegenpilz wächst. Aber wir wollen hier weiter nach
Steinpilzen suchen. Der Raufußröhrling ist ja auch ein Speisepilz. Ja, wie es der Zufall will, haben wir jetzt hier mitten im Steinpilzgebiet zur selben Zeit auch einen Gallenröhrling. Kann ich den mal direkt im Vergleich zeigen, wie die hier aussehen. Für den erfahrenen Pilzsammler sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch viele Ähnlichkeiten. Beides sind Röhrlinge mit einem eher dicken Stiel, wie man hier sieht. Beide Pilze haben, wenn man hier gute Lichtverhältnisse hat, so eine Netzzeichnung am Stiel. Also hier besonders an der Stielspitze zu sehen beim Fichtensteinpilz. Und hier beim Gallenröhrling sieht man auch ganz deutlich diese Netzzeichnung. Die ist aber nicht weiß, die ist so hellbräunlich, beige. Nicht weiß, wenn die Netzzeichnung nicht weiß ist, ist es wohl kaum ein Steinpilz. Zudem ist die Farbe vom Hut unterschiedlich. Auch ist der nicht so glatt wie hier der Steinpilz zum Anfassen. Macht hier auch optisch eher einen matten Eindruck, ist nicht glänzend wie die Haut vom Fichtensteinpilz hier. Auch sieht man, dass die Röhren hier beim Bitterröhrling oder Gallenröhrling, beides dasselbe, unter dem Hut hier so hervorragen. Das machen sie hier beim Steinpilz nicht. Und ganz unterschiedlich und markant ist auch die Farbe, denn der Gallenröhrling, der ist ein Rosasporer. Beim Steinpilz haben wir ja schon gesagt, dass der so olivbräunliches Sporenpulver hat. Und hier der Gallenröhrling, der bekommt nie so dunkle olive Röhren. Die bleiben so weißlich bis rosa, weil das Sporenpulver auch rosa ist. Die Röhren werden ja hier beim Steinpilz durch die Farbe der Sporen so eingefärbt. Und wenn man jetzt immer noch Zweifel hat, kann man, wie gesagt, nur bei den Röhrlingen, wenn man sich sicher ist, dass man einen Röhrling hat, mit der Zungenspitze mal hier rangehen. Dann wird man keinen speziellen Geschmack, einen neutralen Geschmack feststellen. Und hier beim Gallenröhrling wird sich sofort ein stark bitterer Geschmack im Mund entfalten. Aber auch optisch, wenn man sich hier auf die Details achtet, sieht man eigentlich große Unterschiede. Und der Fall ist eigentlich relativ klar. Das Problem ist halt beim Gallenröhrling, der wäre jetzt nicht speziell giftig. Wenn der erhitzt und zubereitet ist, wäre er auch essbar. Er ist aber so extrem giftig, so extrem bitter, wie der Name Gallenröhrling auch erahnen lässt, dass schon ein Stück von dem Pilz einem die ganze Pilzpfanne ruiniert. Aber wenn man die von mir genannten Details beachtet, sind die eigentlich einfach zu unterscheiden. So, vom Gebiet her sind wir jetzt ein bisschen weiter. Wir haben hier natürlich auch jede Menge Fichten, weitere Nadelbäume, aber man sieht es auch hellgrün durchschimmern. Wir haben hier auch Laubbäume, wie zum Beispiel da vorne die Buche oder hier drüben die Eiche. Erkennt man an der Rinde recht gut. Da eine weitere Eiche und hier aber zwischen den Fichten der nächste Steinpilz. Auch wieder ein Fichtensteinpilz hier. Und hier noch hier etwas kleinere, jüngere Exemplare als die zuerst gezeigten. Da kann ich vielleicht auch wieder den Vergleich ziehen. Vielleicht ein bisschen ins Licht gehen, dass wir es ein bisschen besser sehen. Wir sehen, der Waldboden sieht auch jetzt anders aus, hat bedeutend mehr Laub. Die üblichen Merkmale sind natürlich gleich. Dieser haselnussbraune, etwas fettige Hut, weißes Fleisch, weißer oder schmutzig weißer Stiel mit dem Netz. Dieser Netzzeichnung hier sehr deutlich zu sehen. Bei dem jungen Exemplar hier sind die Röhren noch sehr verschlossen. Da ist auch eine Schnecke mit dabei. Hier sind die Röhren noch sehr, sehr verschlossen, engporig. Und weiß,
Der Pilz hier ist noch nicht in der Sporenreife im Vergleich zu hier, wo die Poren der Röhren schon geöffnet, deutlich sichtbar sind und auch diese Verfärbung durch das Sporenpulver aufweisen. Der Kollege hier, der wird noch kein Sporenpulver verlieren. Der hier, während ich durch den Wald gehe, verliert auch ständig ein paar Sporen, was ja auch hilfreich ist bei der Verbreitung vom Pilz. Aber so sehen wir jetzt ja auch diesen Farbverlauf von weiß bis gelblich bis olivbraun bei den Röhren der Fichtensteinpilze. Ja, hier die nächste Schnecke, die entferne ich jetzt hier noch im Wald. Auch hier die Erde entferne ich direkt im Wald, dass ich die möglichst sauber im Körbchen habe. Ja, von der Jahreszeit her haben wir jetzt gerade Oktober. Die Steinpilze, die können aber grundsätzlich auch schon ja, praktisch von Frühjahr einzelne Exemplare zum Teil erscheinen, schon im Mai. Natürlich nie in der Menge, wie sie jetzt im Herbst erscheinen. Die Hauptzeit wird hier sicher der Oktober sein. Grundsätzlich sind sie aber vor allem von September bis November zu finden. Das ist ihre Hauptsaison. Weiter ist es aber so, je höher man nach oben geht, in die Berge, desto früher kommen die Fichtensteinpilze. Ja, wie war das noch? Ich glaube, pro 1000 Meter, gebe ich jetzt keine Garantie ab, ist es um die 7 Grad kühler. Also da ist entsprechend früher herbstliches Wetter. Also wenn man so auf 1000 Meter geht, ist September sicher die Hauptsaison der Fichtensteinpilze. Und auf 2000 Meter kommen sie auch gut und gerne, je nach Witterung, schon Ende Juli und im August. Da ist es einfach entsprechend früher. Und dann hier, so wo ich unterwegs bin, zwischen 300 und 600 Höhenmeter, ist dann vor allem im Oktober die Hauptsaison, können aber bei entsprechender Witterung schon im September und wenn es gelange, genug mild bleibt, noch bis in den November erscheinen. Auch interessant sind diese moosigen Flächen mit jungen Fichten, aber auch Weißtannen. Manchmal nicht ganz einfach hindurchzugehen, aber hier können sich auch immer wieder Steinpilze verstecken. Vor allem unter kleinen Fichten ist es besonders interessant zu suchen. Wenn man jetzt, wie erwähnt, in den Bergen unterwegs ist, in Höhenregionen, da kann es sich auch lohnen, an den Randflächen der Viehweiden, Übergang zu den Wäldern, so in den ersten 10 bis 20 Metern entlang vom Waldrand zu suchen. Häufig findet man da dann auch in der Wiese etwas mehr am Licht ausgestellt, die Steinpilze in der Wiese wachsend. Trotzdem gehen sie natürlich über die unterirdisch vorhandenen Baumwurzeln der Bäume in der Nähe eine Symbiose ein. Aber so kann man sie auch manchmal in Wiesen finden, was eher untypisch ist. Genau. Und aber bei uns in den niederen Regionen eher weniger, weil da die Wiesen sehr intensiv bewirtschaftet werden. Kann man auch mal schauen, kann man auch mal Glück haben, aber ich habe hier bessere Erfahrungen weiter im Wald. Im intakten Wald, also es braucht einen beschatteten Wald, wenn die Bäume ja, abgeholzt wurden durch die Forstindustrie in einer größeren Fläche und vielleicht auf dem Boden fällt, dann wachsen dann auch viele Brombeeren und Brennnesseln und Neophyten. Da ist es dann wiederum eher uninteressant, nach Steinpilzen zu suchen. Da wurde ich persönlich zumindest noch nicht fündig. Da ist halt das Habitat auch massiv gestört und zerstört. Die Symbiosebäume sind weg, zudem brennt die Sonne richtig in den Boden rein, trocknet den Boden aus und dann ist natürlich auch fertig mit dem Myzel vom Pilz. Das trocknet dann aus, das stirbt dann und es dauert ja 10, vielleicht 15 Jahre, bis dann da wieder genug Bäume stehen, der Boden beschattet ist, dass sich da überhaupt wieder die Möglichkeit bietet, dass Symbiosepilze wie der Steinpilz da wieder wachsen können.